Ja, also ich gehe mal näher zu den Kommandanten und stelle mich da dazu. Krei, halte dich noch zurück, aber bring dich in Position, sage ich intern. Ich würde mir die Apothekarin näher anschauen. Brüder, es ist kontraproduktiv, wenn ihr euch jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder mit euren Zwistigkeiten aufhaltet. Wir haben ein weit dringlicheres Problem. Ich fürchte, alle eure Einsatzkräfte könnten schon vom Feind infiltriert worden sein. Die Alpha-Legion ist hier. Ihr meint jetzt und hier? Leider ja. Und damit teile ich jedem der Anführer die verdächtigen Leute, also die genauen Positionen von den verdächtigen Leuten über unsere Helmsysteme mit. Überprüft umgehend eure Truppen. Ja, du schiebst die Datensätze rüber. Du schiebst dann dem Kommandanten der Iron Hands auch nur die Iron Hand Daten zu, ne? Genau. Okay. Der wird sich dann umblicken, genauso wie Akutai, und auch Tibias wird sich umsehen. Vor allem Tibias hat ja nur einen Apothekari bekommen, den er dann anblickt. Die anderen haben ja mehrere, also zwei White Scars und drei Iron Hands, die sich jetzt gerade untersuchen müssen. Und Tibias blickt so ein bisschen verständnislos zu seinen beiden Apothekari, wer auch immer es jetzt von den beiden ist, oder aber beide und damit alle. Was sollen wir mit diesen Daten anfangen? Überprüft eure Truppen. Ich bin sicher, dass ihr jeden eurer Männer persönlich kennt, oder? Selbstverständlich. All ihre Namen, all ihre Titel und ihre Ruhme. Dann überprüft das. Shataro, der Salamander Tibias wird sich zu dem ersten Apothekari wenden. Welchen Feind habt ihr damals in der Orkenfurt geschlagen? Wie hieß sein Name? Gabriel steht direkt neben dem Kommandanten, hat sich ebenfalls zu dem begeben und schaut beiden suchend ins Gesicht. Du stehst neben dem Kommandant Tibias oder neben wem? Neben dem, der gerade zu seinen Brüdern getreten ist, also zu dem Verdächtigen getreten ist. Also ich wollte ebenfalls, Gabriel wollte ebenfalls in der Apotheke, hat sich dann während die Reden gehalten haben, als Octavius gegangen ist, in Bewegung gesetzt und steht da nun mit bei. Ja, also dann stehst du neben dem Tibius, den Anführer der Salamander. So, genau, den meinte ich, den Kommandanten der Salamander. Tibius steht hier. Octavius steht wo? Ich glaube, ich hatte die verdächtigen Iron Hands. Iron Hands, alles klar. Dann stehe ich neben Felros. Dann stehst du neben Felros. Ja. So, und Kray zieht sich zurück auf eine höhere Position, oder wie hättest du es gerne? Ich würde die beiden Salamanders ehrlich gesagt direkt anspringen wollen. Die beiden Apothekari? Ne, die beiden, ich hab meine White Scars. White Scars. Die White Scars möchtest du anspringen, dann stehst du irgendwo. Achso, du kannst das mal im Sturmmodul, kannst du das sowieso machen, ne? Mhm. Bruder Kalei steht ebenfalls bei seinem Kommandanten. Also bei Captain Tibias. Man wird jeden der. Von denen, die von Tibias direkt angesprochen werden, nochmal mit dem. Mit dem Auge des Immateriums betrachten. Okay, dann würfel dein Auge und sage mir, was es tut. Also, ja, Auge des Immateriums ist ja das Psychespür. Das ist keine spezielle Fähigkeit. Ja. Genau, also das tut erstmal gar nichts bei dem Wurf. Die 77, ja. Möchtest du einen Schicksalspunkt benutzen? Aber es ist jetzt keine psionische Fähigkeit, ne? Nein, es ist keine psionische Fähigkeit. Das ist einfach nur Wahrnehmung. Ansonsten hätte ich vorher ansagen müssen, ob ich sie gedämpft einsetze. Keine Dämpfung, nie. Wenn es nicht knallen soll, immer eine Dämpfung. Tatsächlich. Ach komm, doch. Ja, das ist doch schon viel besser. Das sind 23, 33. Das sind zwei Erfolgsgrade. Und das gibt mir. Das gibt mir in. Ich muss gucken, also damit habe ich tatsächlich nämlich eine höhere Reichweite, in der ich Dinge wahrnehmen kann. Beträgt 1W10 plus meinen Wahrnehmungsbasis mal Erfolgsgrad.
Also ich würfel jetzt mal ein W10. Ja. Ihr dürft alle schon mal eure Initiative würfeln, denn wir kämpfen jetzt. Ja, ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Der Gewandtheitsbonus ist 4. Wow. Toll. Und dann Frage an Karlai. Was machst du jetzt genau? So, also ich habe einen Radius von 21 Metern, in der ich... Man kann wissen, ob eine Störung des Materiums vorliegt, ist gleich wie vorher. Eine grobe Lokalisierung des Phänomens oder der Kreaturen und die ungefähre Position der Warp-Kreaturen oder Wesen, die das Immaterium beeinflussen. Ich rein technisch dürfte da nur eine Person, nämlich der Sturmseher, bei rauskommen. In einem Radius von 21 Metern um mich herum. Nein, es sind 9 Personen. Es ist nicht nur der Sturmseher, der wird aber ziemlich schwach sein. Du siehst jetzt alle 7 Alpha-Legionäre und den 8., der oben auf dem Balkon steht, und sie bilden ein Zentrum. Also sie sind nicht das Zentrum, sie sind auch nicht das, was passiert. Du spürst aber noch eine weitere Präsenz, die dahinter in der Mitte lauert, die noch geboren werden will. Und während ihr euch... Oder weiß ich, dass es eine Beschwörung ist? Du siehst auf alle Fälle diese Singularität, diesen Einbruch des Warps. Es ist noch nicht gerissen, die Blase ist noch nicht gerissen. Aber wenn sie mit ihrem Opfer fertig sind, dann wird wohl irgendwas Mächtiges aus dieser Limbus-Warp-Blase herausgestoßen werden. Und während du das realisierst, kannst du sehen, wie einer der beiden Apothekari, der auch gerade diese Warp-Störung verursacht, eine von seinen Plasma-Pistolen zieht und auf Tibias anlegt für den Imperator. Initiative ist 1W10 plus den Gewandtheitsbonus. Wir fangen an mit Octavius 14. Auf Tibius will der schießen? Der schießt mit seiner Plasma-Pistole auf nächste Entfernung. Also irgendwie, ich muss gerade mal schauen, wo das ist. Moment, ich decke sie euch alle auf. So, das sind unsere Alpha-Legionäre. Der ist 4 Meter entfernt, Plasma-Pistole auf Tibias angelegt und würde jetzt auf seine Brust schießen. Du bist aber gerade mit den Iron Hands zugange. Ja, also ich möchte mich irgendwie zwischen den Fellross und diese 3 Iron Hand Alpha-Legionäre stellen. Ja, also das ist so, ist das 6 Meter, ist eine Aktion, ja. Und so ein bisschen mit meinem Körper abschirmen und auf die anlegen und dann die Handlung zurückhalten. Ja, sie haben Astartes Bolt-Pistolen an ihrer Seite und Astartes Bolter. Natürlich auch Kampfmesser und Kettenschwerter haben sie auch gerade nicht gezogen. Also sie würden mit dem Astartes Bolter dann gleich schießen. Weil ich möchte nicht, dass wir die Kampfhandlungen eröffnen. Sonst werden wir vielleicht von den loyalen Kräften auch noch angegriffen. Das ist richtig, die wissen ja noch nicht, also vor allem, weil das Iron Hands sind, ne? Die sind halt nicht vernarbt, aber das sind Iron Hands. Ja. Und ja, die machen ihre Bolter zumindest bereit. Legen dann nicht unbedingt auf dich, aber auf Kommandant Fellross an. Gabriel, 14. Ja, halt, dann, wenn die schon auf den anlegen, dann sag ich, schützt eure Anführer. Verräter anwesend. Ja, möchtest du noch was tun? Ich reich in dem ganzen Raum rum. Ja. Gabriel. Gabriel zielt seinen Bolter und schießt auf den Alpha-Legionär, der gerade auf Captain Tibias anlegt. Genau, der ist ja offen zu erkennen. Das war einer von den beiden Apothekari. Der würde den Kampf eröffnen, aber du hast die höhere Initiative und bist vorbereitet, also Feuer. So ist es. Und dementsprechend eine Frage zum Kampfsystem, weil ich da nicht mehr wirklich dran bin. Kann ich beide Aktionen, also könnte ich noch eine Aktion zielen mit reinbringen oder... bin ich dann zu spät, wenn er mit der 5 dran ist? Ah, du kannst eine halbe Aktion zielen und eine halbe Aktion schießen. Ob du das brauchst, weiß ich nicht. Also gerade bei der Entfernung einfach abdrücken. Ja, ich ziel trotzdem, denn aus meiner Waffe hat er eine schöne Eigenschaft, die zum Tragen kommt, wenn ich meinen Angriff gewürfelt habe. Also zielen erfordert entweder eine halbe oder eine volle Aktion, Kategorie Konzentration,
Und du bekommst plus 10 zum Treffen als halbe Aktion oder plus 20, wenn du eine volle Aktion machst beim nächsten Angriff. Ja, dann mache ich plus 10 als halbe Aktion. Und dann schießen? Oder machst du Sperrfeuer? Ich mache einen Einzelschuss. Einzelschuss, okay. Einzelschuss. Und ich möchte mit meinem Schicksalspunkt den Angriff einmal rerollen, denn meine Erfolgsgrade sind da wichtig. Und das war wohl eine schlechte Idee. Gabriel, wenn du so nah bist, kriegst du auch einen Bonus, ne? Ja, tatsächlich. Wie hoch ist der? Ich weiß nicht, habe Max Reichweite von 200 Schritt. Er ist 7 Schritt von mir entfernt. Es müssten 20 oder 10 sein. Also wenn du innerhalb der Minimalreichweite bist, dann kriegst du plus 20, Kernschuss sind 30 und Kernschuss sind, glaube ich, bis 3. Also Meter. Kernschuss ist einfach hart 3 Meter. Genau. Und dann bekommst du plus 20 bis zu deiner... Also Kernschuss ist nämlich in Nahkampfreichweite, also das müsste dann die 20 sein, nicht die 30. Also dann habe ich das mit der 80 tatsächlich mit 2 Erfolgsgraden geschafft. Ich bekomme dann plus 30 drauf und habe eine 58. Und genau 2 Erfolgsgrade brauche ich, um einen zusätzlichen W6 auf den Schaden zu bekommen. W6 oder W10? W10, sind immer W10. Dann, was macht dein Astartes-Bolter? 2 W10 plus 5 reißend? So ist es. Hast du einen Astartes-Bolter oder hast du eine Pistole? Oder? Ich habe einen Astartes-Bolter der Stalker-Variante. Dafür muss man respektiert sein, den habe ich mir letztes Mal akquiriert. Und die hat die Fertigkeit genau, was mir beim Zielen pro 2 Erfolgsgrade eben dem W10 Schaden zugeht. Ah, alles klar. Deshalb ich das getan habe. Super. Also wirklich 4 W10 plus, was war das? 10, richtig. 4 W10 plus 5. Space Marines sind groß, die geben auch plus 10. Nein. Space Marines geben keinen Bonus. Weil wir sind irgendwie so ausgebildet, dass wir immer ausweichen. Das ist die Servorüstung. Genau, die Servorüstung ist passend und deswegen, wenn du in deiner Servorüstung steckst, dann giltst du als normales Ziel. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich eher für Dreadnoughts gedacht. Oder Terminators. Okay, gut. Ja, also von der Größe her sind wir eigentlich groß und würden die Leute einen 10er Bonus kriegen, aber wir bewegen uns so fließend, dass das wieder ausgeglichen ist. Wir ziehen die 1 ab, sind nur 18 Schaden. Ja, mit, ich weiß gar nicht, wie viel DK die Waffe hat, aber die Munition, die Kraken-Geschosse, die wir extra eingepackt haben, gibt eine plus 8 auf den. Den Durchschlag, meinst du? Durchschlag auf den 8. Durchschlag. Die setzt den Durchschlag auf 8. Okay, sie haben ganz normale Astartes-Servo-Rüstung, Körper ist 10 und Kopfarme 8. Wo hast du getroffen? Das ist einmal dein Angriff, das 0, ist die 8. Ist Kopf. Dann sind das 8 Schaden, also 8er Rüstung und 8er Durchschlag. Das heißt, du hast nur noch den normalen Widerstand von 8. Dann hast du nur 18 Schaden gewürfelt, sind 10 Schadenspunkte, den du an diesem Apothekarius machst. Dann ist Cry ist dran. Und auch du siehst jetzt, wie nach dem Ruf von Octavius verschiedene Leute ihre Bolter ziehen. Andere, die verwirrt noch daneben stehen, in Richtung von ihren Kommandanten blicken. Und auch für dich sind jetzt diese, zumindest erstmal die 7 und dann oben auf dem Balkon auch der 8. klar. Was willst du tun? Weizgas? Der oben auf dem Balkon, der hat auch nur einen Bolter, oder? Der hat auch nur einen Bolter, ja. Schnappe ich mir doch einfach einen, ne? Den Whitescar, oder? Ja, da habe ich die beiden habe ich doch die ganze Zeit angeschaut. Genau. Dann springst du mit dem Sprungmodul darüber. Ist das ein Sturmangriff oder was möchtest du machen? Na, Sturmangriff direkt. Gut, dann Feuer frei. Ich würde gerne in den Solo-Mode wechseln. Weil ich dann zusätzlichen W5 Schaden mache. Sehr gut. Hau alles raus. Wenn ich Swift Attack benutze, sind beide Angriffe mit der Chainsword nichts mit der Bolt-Pistole. Macht Sinn, wenn du jetzt in den Nahkampf gehst, dass du deine Pistole wegsteckst. Ja, dann einfach Swift Attack, Chainsword zweimal. Ja, eine Reaktion hat er zumindest, wenn du dann ihn angreifst. 9, das ist schon mal gut getroffen. 67 muss ich nachgucken.
Schafft er nicht. Craig, hast du das Talent, dass du Swift Attack mit Sturmangriff kombinieren darfst? Ich habe nur Swift Attack. Ja, dann kannst du das eigentlich, weil Sturmangriff ist schon eine volle Aktion. Ah, alles klar. Nee, gut, dann kann ich noch keinen Swift Attack machen, aber ich bekomme noch mal einen D5 von. Du hast auf alle Fälle getroffen. Er versucht, sein Kettenschwert zu ziehen. Oder Kettensäbel. Der dann für die White Scars typisch wäre. Kannst Schaden machen. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Also das hat nicht funktioniert. 7 plus 13 sind 20. Dann machen wir nochmal so ein D5. Okay, und dann kommen nochmal 2 von einem Sturmangriff drauf. 2 vom Sturmangriff. Das ist... Schlag wohin? 70 sind, ist genau Körper. Körper 10 und 18, 18 der Rüstung. Was hast du für einen Durchschlag? 5? 4. 4. Sind 18 weniger, sind 14 weniger, 22 minus 14 sind 8 oder so. 8. Klingt gut. Dann hat er 8 Schaden kassiert. Gut. Das war deine eine Aktion. Sturmangriff. Nee, die ganze Aktion, das ist ein Sturmangriff. Genau. Bruder Kalle, 6. So, Frage, sind die gemessenen Reichweiten hier 1:1? Kannst du so annehmen, ja. Mit 5 würde ich nach hier kommen. Reicht das, um ihn an einem Nahkampfangriff? Woher braucht man für einen Sturmangriff das Talent Sturmangriff? Nee, das hat jeder. Dann passiert der Kollege jetzt einen Sturmangriff mit dem Psychschwert. Okay. Der will mit der Plasmapistole auf meinen Kommandanten schießen, das ist illegal. Das ist illegal, ja. Das ist Heresie. So, dann Sturmangriff gibt mir plus 10 auf den Nahkampfangriff, oder? Das ist gelungen. Mit 5 Erfolgsgraden. Dann ist das eine Nahkampfaktion. Er hat aber seine Plasma gezogen, also hat er nichts Nahkampfmäßiges in der Hand, dann Schaden. So. Kann ja auch dodgen. Ich stimmt, entscheide mich selbstverständlich dazu, in einer freien Handlung das Schwert zusätzlich mit Psi-Energie aufzuladen. Dadurch erfolgt jetzt ein Aktivierungswurf. Ich mache das gedämpft, weil Warp-Phänomene doof sind. Vor allem in so einer Umgebung bin ich vorsichtig. Das ist eine vergleichende Willenskraftprobe. Und ich erhalte meinen effektiven Psi-Wert, der ist gedämpft 2 mal 5 als Bonus. Vergleichende Willenskraftprobe? Ja. Willenskraft hat er 43, sind 2 Misserfolg ist gerade bei mir. Du hast es geschafft? Ich habe es geschafft. Werden Misserfolgsgrade zu Erfolgsgraden bei mir? Das ist eine vergleichende Probe, also ja. Das heißt, ich habe, dann sind das 2 Nettoerfolgsgrade für mich, ja. Weil ich würfel gegen die 70. Genau. So, das heißt, mein Schwert erhält für jeden Erfolgsgrad 1W10 zusätzlichen Schaden, der sowohl Widerstandsbasis, Widerstandsbonus, Entschuldigung, und Rüstung ignorieren. Boah, was? Ja, das rechnest du einfach auf deinen normalen Angriff drauf, ohne die Rüstung oder sowas nochmal abzuziehen. Das ist genau. Energieschaden, ne? Ja, das ist Energieschaden. Also, ich würfel jetzt einfach die 3 W10, die ich dadurch habe, plus, der ist kein Xenos. Das getroffen heißt, hast du, ne? 9, ja. Ja. Sogar der Kopf. Tja, dann gucken wir mal. Frosty denkt dran, dass ich noch eine Handlung zurückgehalten habe, ne? Ja, ist richtig. Die möchte so. Ich vor dir dann durchführen. Kannst du machen. Genau, ich habe bei meinem Nahkampfangriff 5 Erfolgsgrade gehabt. Ich möchte die gerne benutzen, um die 2 zu einer 5 zu machen. Das kannst du? Ja, das kann jeder. Deine Erfolgsgrade bei Angriffen kannst du benutzen, um sie quasi damit einen W10 zu überschreiben. Dann hast du ihn genau auf 0 gestoßen. Wenn du jetzt die 2 auf die 5 drehst. Ja, ich hätte auch noch Pen 6 dazu. Ja, passt. Ja, Bruder Kalei springt vor, zieht das Psi-Schwert. Noch während er anstürmt, beginnt das Psi-Schwert mit roten in Hochgothic geschriebenen Glyphen zu glühen. Einen kurzen Ausbruch von goldenen Flammen schlägt es senkrecht auf den Kopf des Alpha-Legionärs, der daraufhin sauber gespalten wird.
Der Angriff überhitzt das Hirn des Zieles, was dann explodiert, wenn du dann dein Säbel hindurchziehst. Der Kopf klappt nicht einfach nur zur Seite, sondern wird gesprengt. Der Schädel wird zerfetzt, bespritzt die Umstehenden mit brennenden Fleischschwätzen. Und das gesamte Ziel fängt Feuer, sodass er dann kopflos 2W10 Meter in eine bestimmte, eine zufällige Richtung taumelt. Alles Brennbare, woran er vorbeikommt, auch Charaktere fangen Feuer, wenn es keinen Gewandtheitswurf schafft. Okay, er ist tot, dann gib mir mal einen W8 von einem beliebigen... Eine Richtung. Genau, eine Richtung. 5. 1, 2, 3, 4, das ist die 4, das ist die 5, dann läuft er in diese Richtung und setzt den anderen Legionär in Brand, wenn der keine Gewandtheitsprobe schafft. Schauen wir mal nach. 88, das ist nicht gelungen und dann brennt der Alpha-Legionär, der nächste. Tot ist jetzt Apothekarius zumindest schon. Dann ist die 5 dran, beziehungsweise Octavius davor. Du siehst, wie all die anderen jetzt ihre Waffen ziehen und schießen. Ja, also ich möchte auf den nächsten dieser Dreierpacks, der jetzt gerade auf Felros anlegt, möchte ich halbautomatisch aus meinem Sturmbolter ballern. Du hast einen Sturmbolter. Aua. Ja. Den hat er sich gekauft. Oh, oh. 4. Das ist sehr unangenehm. Oh, was? Okay, ich versuche. Da treffen alle Schüsse. Das ist leider nur halbautomatisch. Nicht ausgewichen. Weil ich ja nur eine verzögerte Handlung gemacht habe. Das heißt, es treffen 4 Schüsse. Die sind alle mit Kraken. Und ich würfel mal Schaden aus. Boah, Junge. Sind das ist ein Sturmbolter? Sind das nicht mal 2 Boltpatronen? Ja, ja, genau. Er schießt halbautomatisch 2-mal und trifft damit 4-mal. Ja, ja, genau. Okay, gut. Au! Das ist 2 ignoriert. Genau, 2 ziehst du raus. Sind noch 17 und das 4-mal. Ja, und noch mit DS8. DS8, genau. Wegen der Krakenmunition. Dann, wo triffst du? Body? Ja, Body. Körperteile des Ziels fliegen in alle Richtungen, weil der Angriff es in blutige Bröckchen zerreißt. Wenn das Ziel Munition mitgeführt hat, hat es, geht sie hoch und richtet Kreaturen im Umkreis von 1W10 Metern, Umkreis 1W10 plus 5 Wuchtschaden an. Hatte das Ziel Granaten oder Raketen dabei, detonieren diese beim üblichen Auswirkungen. Im Umkreis von 1W10 Metern Umkreis wird alles mit Blut und Fleischfetzen besudelt. Wer bei einem anspruchsvollen Geschicklichkeitswurf plus minus 0 bekommst du minus 10 auf Kampfgeschick und BF, also ballistische Wertigkeit, weil Blut in dein Auge oder über das Visier läuft. Also ich habe eine 6 gewürfelt, das heißt 6 Meter Umkreis. Im Umkreis von 6 Metern bekommen jetzt Leute 1W10 plus 5 Wuchtschaden. Da bist du mit dabei. Ja. Die anderen aber auch. Die taumeln ein bisschen zur Seite. Blut für den Blutgott. Kein Problem.